Kapitel 15 Die Schlachten um die dunkle Welt und gegen das Licht. Darkrai schien am Ende seiner Kräfte zu sein. Ich war froh darum, denn in einem solchen Kampf blieb ich natürlich auch nicht unverletzt. Aber ich hatte es geschafft. Der letzte Splitter der dunklen Macht war in meinem Besitz. Zumindest dachte ich das. Trotz seiner Verletzung richtete Darkrai sich wieder auf. Floink, bitte, du darfst diesen Kampf nicht gewinnen. Verstehst du denn nicht? Ich kann dir diesen Splitter nicht überlassen. Ihn zu bewachen ist der Grund meiner Existenz. Ich hörte seine Worte. Er klang beinahe traurig und zum ersten Mal verspürte ich so etwas wie Mitgefühl. Doch ich wusste, auch wenn es Darkrai alles kosten würde, ich brauchte den Splitter, um die Welt zu retten. Dabei ist es nicht möglich, ohne Opfer zu bringen. Du weißt, dass ich den Splitter brauche, Darkrai. Es tut mir leid, aber ich werde den Kampf nicht aufgeben. Darkrais Verzweiflung verwandelte sich in so etwas wie Mitgefühl. Und dann tut es mir leid, aber du weißt, dass ich alles tun muss, um dich zu schlagen. Wie aus dem Nichts öffneten sich in der Mitte der Höhle zwei Löcher aus dem Nichts und es kamen Pokémon heraus, Yveltal und Giratina. Bitte, Floink, versuch uns zu verstehen. Diese Welt hat zwar nicht mehr viele Pokémon, doch es sind nicht keine. Zudem leben hier die Schatten, ein friedvolles Leben. In dieser Welt gibt es keinen Gott, keine Monarchie, anders als in eurer Welt. Die Pokémon hier regeln alles über ihre Vertreter. Es ist eine friedliche Demokratie. Die Vertreter dieses Volkes sind wir Wächter. Und wir müssen tun, was für die Wesen dieser Welt das Beste ist. Die Anwesenheit der anderen beiden Wächter versetzte mich in große Unsicherheit. Doch ich versuchte es zu ignorieren. Warum würde es denn den Wesen dieser Welt schaden, wenn du mir den Splitter der dunklen Macht überlässt? Das ist überhaupt kein Zusammenhang. Überleg einmal, Floink. Die dunkle Welt ist eine Parallelwelt zu eurer Welt. Eine Parallelwelt in der Zukunft. Ein Ort mit verzerrtem Raum-Zeit-Kontinuum. Wenn ich dir den Splitter überlasse, wirst du gegen die dunkle Macht kämpfen. Auch wenn ich es für unmöglich halte, ein Sieg deinerseits ist rein praktisch gesehen nicht komplett ausgeschlossen. Der Tod der dunklen Macht würde somit das Raum-Zeit-Gefüge verändern und mit Pech könnte diese Welt einfach verschwinden, da sie nie existiert hätte. Somit müssten alle Schatten wieder im Krieg mit dem Licht leben. Und sollte die dunkle Macht gewinnen, dann würde sie die Mächte der anderen dunklen Macht absorbieren und somit endgültig den Status eines allmächtigen Wesens einnehmen. Und sollte dies geschehen, wird das Spiel enden, so wie ich es dir bereits erklärt habe, Floink. Also bitte, wir sind keine Freunde, trotzdem frage ich dich im Namen der Freundschaft. Ich biete dir an, diesen Wald zu verlassen. Wir lassen dich ziehen und du könntest zwei der Splitter behalten. Nimmst du das Angebot an? Die Situation war sehr viel auf einmal. Ich verstand sie alle drei. Ich wusste, wenn ich die dunkle Macht besiegen würde, gäbe es eine Chance, dass diese Welt verschwindet. Doch es müssen Opfer gebracht werden. Ansonsten gehen alle Welten unter. Es tut mir leid, Darkrai, aber ich bleibe dabei. Ich brauche diesen Splitter. Darkrai sah mich an, als hätte er keineswegs mit dieser Antwort gerechnet. Du wagst es, mein Angebot abzulehnen. Narr! Ich dachte kurz, man könne mit dir reden, aber du bist wie alle anderen. Giratina, Yveltal. Es wird Zeit, dass wir zeigen, weshalb wir die Wächter dieser Welt sind. Nun, nachdem ich gerade erst einen beinahe aussichtslosen Kampf gewonnen hatte, stand mir etwas noch viel Schwereres bevor. Ich konnte die drei zwar einzeln besiegen, doch ich wusste nicht, wie ich es schaffen sollte, alle drei Wächter dieser Welt in einem einzigen Kampf niederzustrecken. Ich entschied mich, dass es nur eine Möglichkeit gab. Der Splitter der dunklen Macht schwebte immer noch oben an der Decke, wo Darkrai ihn hingeworfen hatte. Das Einzige, was ihn dort hielt, war Darkrais Macht. Würde ich es schaffen, ihn zu töten, würde sich die Barriere in Luft auflösen und ich müsste die anderen beiden Wächter nicht bekämpfen. Somit stand mein Plan fest. Doch Giratina und Yveltal schienen zu wissen, was ich dachte. Zudem war Darkrai anscheinend ihr Anführer, weshalb sie alles daran setzten, ihn zu beschützen. Doch trotz allem sah der Kampf weniger aussichtslos aus, als ich erwartet hatte.
Dakrai war von dem ersten Kampf offensichtlich noch sehr geschwächt, da er manche seiner Techniken nicht mehr nutzte, andere nur sehr selten. Giratina verlor durch das Schlachtfeld außerhalb der Zerrwelt einen großen Teil seiner Kraft und die Weltteil konnte mir mit seiner Spezialtechnik, mit der er mich ins Void befördern könnte, immer noch nichts anhaben. Doch schon nach kurzer Zeit zeigte sich ein Problem, das all diese Vorteile wieder zunichte machte. Dakrai beherrschte eine Attacke, die er eigentlich nicht beherrschen dürfte. Heilwoge. Mit dieser hielt er sich weit im Hintergrund, schickte einige Geschosse voraus und immer wenn es für einen der beiden anderen auch nur ansatzweise kritisch wurde, begann er sie zu heilen. Da Dakrai selber schon wahren Kugelhagel hervorrufen konnte, war an so etwas wie Ausweichen bei drei Feinden auf einmal nicht zu denken. Ich musste angreifen, doch diese Angriffe nützten dank Dakrai nichts. Der Kampf ging weiter und weiter. Ich kämpfte, wie ich es noch nie getan hatte, doch meine Kräfte neigten sich dem Ende zu. Ich sah nur noch eine Chance, wie ich gewinnen könnte. Ich musste die Macht aus meinen Splittern der Finsternis absorbieren. Ich brauchte jede Kraft, die ich kriegen könnte. Tatsächlich schaffte ich es, mit Mühe die Macht der Splitter anzuzapfen. Ich spürte eine gewaltige finstere Macht durch meinen Körper strömen. Das Gefühl kam mir sehr bekannt vor. Es erinnerte mich an das Gefühl in der Zerrwelt. Die Welt vor meinen Augen färbte sich in schwarz-weiß und verlor sämtlich andere Farbe. Es musste sich auch etwas an meinem Aussehen getan haben, da mich zumindest zwei Wächter geschockt ansahen. Dakrai natürlich nicht. Ich versuchte einen letzten, endgültigen Angriff zu starten. Ich rannte in die Mitte von Giratina und Iveltal, die immer noch eine Mauer vor Dakrai bildeten. Ich entfesselte die gesamte Macht aus meinem Körper. Die beiden wurden zur Seite weggestoßen und im selben Moment griff ich mit all meiner Macht nach vorne an. Der Staub, der sich im ganzen Raum durch diesen einen Angriff angesammelt hatte, begann langsam zu verschwinden. Die Barriere, die mein Angriff auf Dakrai abgefangen hatte, war nun deutlich zu sehen. Die Wächter standen alle drei um mich herum, sie hatten mich umzingelt und ich hatte keine Kraft mehr. Ich war mir sicher, verloren zu haben, doch sie griffen mich nicht an. Sieh mal einer an, wer hätte denn das gedacht? Er sah zu Iveltal und Giratina. Ich denke, die Situation ist eindeutig. Habe ich recht, ihr zwei? Ich sah auch zu den beiden. Sie schienen widersprechen zu wollen, doch sie trauten sich nicht, sich ihrem Anführer zu widersetzen. Du machst das ganze Spielchen hier ja noch um Welten interessanter, Floink. Du hast Glück, dass du deine wahre Macht und Identität jetzt gerade gezeigt hast. Ansonsten hätten wir dich jetzt vernichten müssen. Identität? Ich war verwirrt, sollte meine Antwort jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt bekommen. Du hast es geschafft, mich so neugierig zu machen, dass ich mir einen Kampf zwischen dir und der dunklen Macht unbedingt ansehen muss. Außerdem wissen wir ja gar nicht, ob unsere Welt wirklich Schaden durch deinen Sieg nehmen würde. Also gebe ich dir den letzten Splitter deiner ganz persönlichen dunklen Macht. Viel Spaß damit und sei dir sicher, wenn du die dunkle Macht bekämpfst, ich werde zusehen, wie sich unser großes Spiel fortsetzen wird. Giratina, Iveltal, es wird Zeit von hier zu verschwinden. Die drei ließen mich einfach wortlos stehen. Der Splitter der dunklen Macht fiel von der Decke. Es war soweit. Ich absorbierte den Splitter. Es geschah nichts. Ich war zunächst verwundert, auch noch über Dakrais Aussage bezüglich meiner wahren Identität. Meinte er, dass ich ihm endgültig bewiesen hatte, dass ich wirklich der Auserwählte bin. Aber es war mir egal. Vor allem wusste ich nicht, wie viel ich Dakrai wirklich noch glauben sollte. Es war an der Zeit, sich auf den Weg zu machen. Ich würde meine Freunde erst einmal in dieser Welt zurücklassen. Ich würde Nick Schosma und die dunkle Macht niederschlagen. Dadurch würde auch die Besessenheit meiner Freunde enden. Alles war angerichtet für das große Finale. Und so trat ich den Weg zurück zum Portal in meine Welt an. Ich befand mich noch etwa 1 Kilometer entfernt von der Höhle, in welcher das Portal lag, als ich in der Nähe ein Geräusch hörte, danach eine leise Stimme. Als ob wir ihn jetzt einfach finden. Die letzten Tage hat doch schließlich auch nichts geklappt.
Das Aufteilen war auch mal wieder eine selten dämliche Idee von Latias. Diese Stimme, der Kontext. Günther war hier. Anscheinend kam er alleine, da sie sich aufgeteilt hatten. Es wäre der perfekte Moment, um mir zu bestätigen, dass ich mit meiner Besessenheitstheorie richtig lag. Nur wenige Minuten später hatte ich ihn entdeckt, wie er durch die Büsche schlich. Er war alleine und somit entschied ich mich, mich zu zeigen. Floink, warum bist du weggerannt? Was ist denn passiert? Er zeigte sich merkwürdig froh, mich zu sehen, doch in meinem Kopf hörte ich wieder seine Stimme. Er darf diese Prüfung nicht bestreiten. Im Notfall wird es einfach ein Unfall. Und ich ließ ihn das auch spüren. Tu nicht so freundlich. Ich weiß genau, dass du mein Feind bist. Ich weiß alles. Günther schien schockiert von meiner Aussage. Ich war sicher gewesen, sie wussten, dass ich sie belauscht hatte. Doch anscheinend war dem nicht so. Eine Art Kuppel aus Licht entstand um uns herum. Günther begann zu leuchten. Ich spürte die Aura des reinen Elements in der Luft. Ich bin also dein Feind. Ich hatte gehofft, Latias hätte Unrecht mit ihrer Theorie gehabt. Aber ich fühle die Macht der Finsternis in dir. Dann bleibt mir wohl nur eins, Floink. Es tut mir leid, aber du hast dich auf die falsche Seite gestellt. Du bist keiner von uns mehr. Ich will auch keiner von euch sein. Und ich habe mich auf die einzig richtige Seite gestellt. Anders als ihr stehe ich zu meinem Wort. So begann, trotz meiner Verletzung aus den vorherigen Kämpfen, der Kampf gegen Günther, den Meister des reinen Elements. Nun war ich mir sicher, sie waren allesamt nicht besessen. Sie waren Verräter. Ich kannte Günther nun schon ewig. Ich wusste, wie er tickte, wie er dachte. Doch was mir bis zu diesem Moment nie aufgefallen war, ich hatte nie gesehen, wie er kämpfte. Ich hatte keine seiner Prüfungen gesehen. Bei der Schlacht gegen die dunkle Macht waren ich und Bisasam nicht dort gewesen. Und in diesem Abenteuer hatte Günther noch keine Kämpfe hinter sich. Doch das bedeutete andererseits für ihn offensichtlich nicht, dass er eingerostet war. Zudem hatte ich zwar die Kraft einer dunklen Macht, doch bisher konnte das reine Element jede Schlacht gegen die Dunkelheit für sich entscheiden. Mit wachsender Kampfdauer begann ich mich zu fragen, wie es wohl ausgesehen hätte, wenn Günther gegen die Wächter der Splitter gekämpft hätte. Anders als mir merkte man ihm Kampferfahrung an. Er schien jeden Schachzug in Sekundenschnelle zu planen und jeden winzigen Fehler meinerseits zu nutzen. Doch ich holte auch alles aus mir heraus. Ich wollte diesen Kampf gewinnen. Ich hatte es so weit gebracht, dass ich jetzt nicht mehr an einem Verräter scheitern durfte. Mein Grundgedanke war, dass ein einziger von ihnen ein leichter Gegner sein würde. Doch vor allem, da ich mich gerade mit Günther angelegt hatte, stellte sich dieser Gedanke als mehr als nur falsch heraus. Es hätte eine lange, intensive Sache werden können. Doch ein Problem gab sich dabei. Ich war viel zu angeschlagen. Ich konnte nicht mehr wirklich die Macht der Splitter nutzen. Vermutlich hatte ich sie zu sehr geschwächt. In einem Kampf wie diesem hatte ich keine Chance, lang durchzuhalten. Das Einzige, was mir hätte helfen können, wäre ein Wunder gewesen. Doch in dieser Welt, in der wir leben, treten oft Wunder ein, ob positiv oder negativ. In jeder noch so kniffligen Situation hatte mich eines aus meiner misslichen Lage befreit. Dieses Mal war dies jedoch nicht der Fall. Ich ging zu Boden. Es fiel mir schwer noch zu atmen. Ich hatte meine gesamte Energie in diesen Kampf gesteckt und es war zu wenig gewesen. Ich versuchte mir einzureden, dass es an meinem Typennachteil gelegen hatte. Doch hatte es dies wirklich oder hatte ich einfach versagt und konnte es mir nicht eingestehen? Günther setzte mir jedoch kein sofortiges Ende. Meine Augen konnte ich nicht mehr aufhalten, aber ich hörte, wie er sich näherte. Ich gebe dir eine letzte Chance, Floink. Warum bist du weggerannt? Was soll das? Ich dachte, wir wären Freunde. Tust du nur so dumm, oder bist du es wirklich? Ich weiß genau, dass ihr mich verraten habt. Zu meiner Überraschung gestand Günther immer noch nichts, sondern stellte sich dumm. Wie kommst du auf diesen bescheuerten Gedanken? Wir haben dir nichts getan. Jetzt hör endlich auf damit, Günther. Ich hab alles gehört.
Ich spürte, wie sich meine Kraft dem Ende zuneigte. Es war mein sicheres Ende. Doch eine Sache wollte ich Günther noch sagen, bevor die Welt in Finsternis verfallen sollte. Er darf diese Prüfung nie bestehen. Im Notfall wird es eben ein Unfall. Er wird es verstehen. Kommt dir all das nicht bekannt vor? Um mich herum wurde die Welt schwarz. Nur ein Wunder hätte mich retten können. Doch es kam keines, um mir im Kampf zu helfen. Doch in den engsten Situationen scheint ein Licht der Hoffnung. Egal wo, egal welche Situation genau es war. Und dieses Licht der Hoffnung sah ich in Form eines Lagerfeuers.